ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Florian. Heute geht's weiter mit dem neuesten Teil vom Redstone Burgtor. Ja, und ich will nicht groß lang schnacken. Kopf in den Nacken und weiter geht's. Ihr seht schon, es ist auf. Total genial. Ich weiß, ihr seid völlig begeistert jetzt schon, warum das jetzt auf einmal funktioniert. Wie gesagt, wenn bei euch die Schaltung auch so aussieht und es alles so funktioniert, dann sollte das so sein. Wie im letzten Teil gesagt, ihr müsst natürlich den Teil, müsst ihr hier auf volle Kanne aufdrehen. Hier müsst ihr natürlich drei davon haben. Sonst funktioniert das nicht. Ich hatte das nämlich im letzten Teil mit zwei gemacht. Das war wohl nicht so eine gute Idee. Ja, wie gesagt, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie ihr das machen könnt. Also zuerst macht ihr erstmal 1, 2, 3 Blöcke. Hier baut ihr hier hin. Dann macht ihr hier eine Redstone-Fackel hin. Die setzt ihr dann dahin. Als nächstes, wenn das dann so aussieht, packt ihr hier eine Redstone-Fackel hin. Dann geht ihr einmal rum, legt von hier aus ein, oder wie ihr wollt, könnt ihr hier 1, 2 Redstone-Striche verfolgen und müsst den Repeater, den Verstärker, natürlich auf Kanne 3 setzen, Stufe 3. Nicht auf 2, sondern 1, 2, 3 muss er sein. So. Dann macht ihr hier noch 1, 2 hin, verbindet das Ganze und packt zum Schluss hier einen hin. Ich hatte das natürlich mal wieder schon vorbereitet, weil ich neugierig bin, wie immer. Ich muss ja ein bisschen ausprobieren, damit ich es euch zeigen kann. Dann packt ihr noch einen Knopf hin und dann funktioniert es. Seht ihr? Wenn ihr den Knopf drückt, dann werden automatisch die Dinger hochgefahren. Ich zeig's nochmal. Habt ihr gesehen? Und so wird das Burgtor 3 Blöcke nach oben gefahren. 1, 2, 3. So, dann könnt ihr wunderbar hier durchgehen und ja, sieht total genial aus. Ja, von oben sieht es natürlich so aus. Aber das wird dann noch im nächsten Teil wird das dann wieder geändert. Also zeige ich euch im nächsten Teil, wie ihr es da oben machen könnt, wie das dann da oben funktioniert. Ja, wie ihr seht, muss das auch schon mal so sein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen dicken Daumen nach oben da lasst und ein dickes Abo. Und vergesst nicht zu kommentieren. Ja, und bis dahin werde ich mich auch schon mal verabschieden von euch. Ich hoffe, euch hat das kleine Let's Play mal wieder gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei mir vorbeischaut, wenn es heißt Florian TV. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal mit einem großen Tüdelüt.